Hallo, in diesem Video will ich euch die Swell Beanie zeigen. Swell heißt auf Englisch so viel wie Wellengang oder Seegang und deswegen auch in Blau. Ich benutze diesmal die Gründel Cassida. Hier sind die Daten. Nadelstärke 6 bis 7. Allerdings, weil ich lockerer Häkler bin, nehme ich wie immer die 5er. Also wer normal oder fest häkelt, sollte die 6er nehmen. 50 Gramm, 60 Meter und die Zusammensetzung seht ihr hier, 60 Schurwolle, 40 Acryl. Ich fange an mit dem Teller, also mit einem Fadenring. Und den schließe ich hier mit zwei Luftmaschen. Und in den Fadenring häkle ich jetzt 10 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, mehr Wolle, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ich zähle nochmal nach, dass ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die zwei Luftmaschen. Ups. Wir ziehen jetzt den Ring zu. Richtig fest, damit wir kein Loch in der Mitte haben. Und ich schließe ab hier in die erste Masche oben. Also hier sind meine zwei Luftmaschen und hier schließe ich ab. Ich benutze hier den runden Abschluss Version 2. Das heißt, ich muss mir meinen Knäuel holen. Ich ziehe hier lang. Knäuel durch diesen Loop und feste anziehen. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede Masche. Ganz fest zuziehen. So. Seht ihr hier diesen Knoten? Und links von diesem Knoten, da stechen wir dann gleich ein. Ich hole mir dafür aber einen Umschlag, steche hier ein, hole mir meinen Faden und mache eine feste Masche. Lasst euch hier hinten durch diesen Faden, der hier jetzt so absteht, nicht beirren. Der verschwindet dann nach hinten. Und wir haben gesagt, wir verdoppeln. Das heißt, in die gleiche Masche mache ich jetzt mein halbes Stäbchen. Somit haben wir schon zwei. Und jetzt verdoppeln wir weiter. In jede Masche ein halbes Stäbchen. Zwanzigste Masche. Und hier ist die erste Ausnahme bei dieser Runde. Wir häkeln eine Masche weiter. Das heißt, hier machen wir unsere 21 und die 22. Jetzt seht ihr hier diesen Faden, den ich vorhin erwähnt habe. Da ist meine feste Masche. Mal näher. Hier ist dieser kleine Faden. Da ist die feste Masche. Und ihr stecht in die feste Masche und macht eine Kettmasche. Und ihr seht, diese feste Masche wird quasi zu einem halben Stäbchen. Wir ziehen wieder lang. Wieder das Knäuel durch diesen Loop und verknoten das Ganze fest. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, wir holen uns wieder einen Umschlag auf die Nadel. Hier gleich links vom Knoten stechen wir ein, machen eine feste Masche. Das ist die erste Masche. Die zweite hier
verdoppeln wir, also 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Dann wieder nur ein halbes Stäbchen. Und in die nächste 2. Also jede zweite Masche verdoppeln. Diese feste Masche am Anfang, wie ihr gemerkt habt, zählt immer mit als eine Masche. Das ist sozusagen immer die erste Masche. Und ihr solltet am Ende der Runde 33 Maschen haben. Lasst euch hier nicht durch den Knoten beirren. Rechts vom Knoten die letzten 2 Maschen rein. 1 und 2. Dann habt ihr hier wieder diesen komischen Umschlagsfaden. Hier. Da ist die feste Masche. Und ihr schließt quasi nicht hier, wo der Umschlagsfaden ab, sondern hier in die Masche. Ich zeige es nochmal. Hier ist dieser Umschlagsfaden, da ist unsere feste Masche und links oberhalb dieser Masche stecht ihr ein, macht eine Kettmasche, zieht wieder lang, holt euch das Knäuel und durch und festmachen. Nachteil der langen Haare, die sind überall. Und ihr seht eigentlich jetzt, man merkt nichts, also hier ist keine Naht. Schon oft gehört nach dem runden Abschluss, dass man die Knubbel spüren würde. Ich spüre sie nicht. Ich wüsste auch nicht wie, weil der Knoten sitzt hier oben und ihr häkelt ja drüber. Also er ist nicht hinten oder vorne. Also wenn man ihn fest anzieht, spürt man ihn eigentlich nicht. Ich mache weiter mit meinem Teller. Also wieder Umschlag. Links vom Knoten hier zwischen diesen 2 Maschen in die Masche stechen und die erste Masche als feste Masche arbeiten. Nächste halbe Stäbchen und wir verdoppeln jetzt jede dritte, also hier 2 halbe Stäbchen. Ups. Wieder 2 in die nächste 2 Maschen, also je eine, dann wieder verdoppeln. Also 2 in eine Masche häkeln. Jede dritte verdoppeln und dann sollten wir 44 haben. 2 und die nächste letzte verdoppeln. Das ist genau rechts vom Knoten. Ihr seht das auch immer, wenn ihr die vordere Runde betrachtet. Es muss ja immer hier zwischen diesen halben Stäbchen immer oben die Stäbchen rein. Dann haben wir hier diesen Umschlagsfaden wieder und vorne hier die feste Masche und links oberhalb dieser Masche hier in diese 2 Schlingen einstechen und Runde schließen. Faden langziehen und Knäuel durch. Und so geht es Runde für Runde weiter. Also ich verdoppel jetzt dann jede vierte, jede fünfte, bis ich meinen Kopfumfang erreicht habe. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, dass ihr in der letzten Runde eine Maschenzahl teilbar durch 8 habt. Weil wir häkeln danach mit einem Rapport weiter, der aus 8 Maschen besteht. Geht es nicht auf mit 8 Maschen. Ich erkläre euch nachher, wie ihr den Rapport ändern könnt, dass ihr zum Beispiel mit 9 oder 10 machen könnt. Euch wird das Ganze auch sehr bekannt vorkommen. Ich werde jetzt den Namen nicht erwähnen von dieser Bini. Jedenfalls erkläre ich euch dann, wie ihr das ändern könnt, weil es ist kein schwieriger Rapport. Er besteht aus festen Maschen, Halmstäbchen und Stäbchen. Ich mache jetzt hier weiter, bis ich meinen Umfang erreicht habe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier meinen Umfang erreicht. Also ich habe ja vorhin abgebrochen, da hatten wir 44 Maschen. Ich habe dann nochmal jede vierte zugenommen, dann waren es 55. Da habe ich dann schon gemerkt, ich komme an meinen Kopfumfang langsam ran. Nur noch eine Runde hat gefehlt. Und ich habe ja gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr hier eine Maschenzahl teilbar durch 8 habt.
Das heißt, ich habe bei 55 Maschen in der letzten, also in der nächsten Runde nochmal jede sechste zugenommen. Das heißt, es waren 9 Zunahmen und komme jetzt auf 64 und ja, teilbar durch 8. So, ich fange an und zwar geht es jetzt 2 Runden in diesem Rapport. Ich mache wieder meinen Umschlag, links vom Knoten steche ich ein. Das ist zwar jetzt eine feste Masche, wird aber später zu meinem halben Stäbchen. Und das heißt, nach dem halben Stäbchen mache ich meine 4 Stäbchen. Es wird sich auch hier wellen. Das sage ich euch gleich. Warum? Weil die eben so hoch sind. Das ist ganz normal. Also eine leichte Wölbung hier in der Mütze ist dann hier normal. So, jetzt habe ich meine 4 Stäbchen gemacht. Jetzt kommt mein halbes Stäbchen und 2 feste Maschen. Wieder ein halbes Stäbchen und 4 ganze Stäbchen. Ihr könnt auch 5 Stäbchen machen. Na, dann wird die Welle etwas breiter. Ist auch okay. Je nachdem, wie viele Maschen ihr benötigt für euren Kopfumfang. Wenn ihr Probleme damit habt, dann könnt ihr mich auch gerne via Mail anschreiben. Dann können wir das auch zusammen austüfteln. Also 2 feste, ein halbes, ein halbes. Und ihr seht, jetzt fehlt mir hier anscheinend doch eine Masche. Entweder habe ich mich verhäkelt oder verzählt. Schauen wir mal. Halbes, 1, 2, 3, 4 Stäbchen, halbes, 2 feste, halbe, 1, 2, 3, 4, halb, fest, fest, halb, 1, 2, 3, 4, halb, fest, fest, halb, 4, ein halbes, 2 feste, ein halbes, 1, 2, 3, 4, ein halbes, 2 feste, ein halbes, 1, 2, 3, 4, ein halbes, 2 feste, halb, 1, 2, 3, 4, ein halbes, 2 feste, ein halbes, 1, 2, 3, 4, ein halbes, eine feste. Dann habe ich mich anscheinend verzählt. Machen wir einfach hier nochmal eine feste rein. Dann ist es eine Masche mehr. Genau, und jetzt haben wir hier wieder den Knoten. Da die feste Masche und links davon oberhalb ketten wir ab. Und ihr seht, sie wellt sich bei mir auch. Ganz, ganz normal. Das liegt an der Höhe von den Stäbchen. Also das leicht wellen ist okay. So, jetzt ziehe ich wieder meinen Knoll durch. Und jetzt wiederholen wir diese Reihe nochmal. Also Umschlag holen, links vom Knoten einstechen, eine feste Masche machen und jetzt 1, 2, 3 und 4. Ein halbes, 2 feste. Wieder ein halbes und 4 ganze. Den Rapport wiederholt ihr jetzt wieder bis zum Ende und dann stimmt auch die Maschenzahl von vorhin, nämlich 64. So, jetzt bin ich hier, habe ich mein halbes Stäbchen, jetzt kommen meine 2 festen Maschen, jetzt stimmt es auch, weil ich in der V-Runde mich irgendwo verzählt hatte. Die zweite feste Masche ist rechts vom Knoten, da ist der Knoten und wir schließen wieder nicht hier ab, wo dieser Faden ist, sondern links von dieser festen Masche, um hier ein halbes Stäbchen zu simulieren. Dann ziehe ich wieder lang. Und ziehe meinen Knoll durch. So, jetzt haben wir zweimal diesen Rapport gehäkelt und jetzt wechsle ich die Farbe
und mache meinen Wellengang. In hellblau diesmal. Und hier ist es jetzt eigentlich völlig egal, wo ihr anfängt. Also ihr könnt auch hier anfangen wieder. Ihr könnt auch da anfangen. Es ist völlig egal. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Und ich nutze jetzt hier nur die vorderen Schlingen. Also ihr stecht nur vorne ein und holt euch hier den neuen Faden. Wir arbeiten jetzt diese Runde einmal Kettmaschen. Und zwar nur, wie gesagt, in die vordere Schlinge. Faden holen. Durchziehen. Faden holen, durchziehen. Nächste Masche vorne einstechen, nur die vordere Schlinge und Kettmaschen bilden. Das machen wir jetzt die ganze Runde entlang und dann sehen wir uns am Ende wieder. Nur die vorderen, einfach Kettmaschen. Macht sie nicht zu fest, sonst zieht es euch die Mütze zusammen. Immer locker bleiben. Jetzt komme ich wieder meinem Knoten etwas näher. Vergesst da nicht rechts und links vom Knoten eine Kettmasche zu machen. Also hier ist rechts, da ist der Faden. Rechts vom Knoten nur die vordere Schlinge. Und da ist der Knoten, links vom Knoten. Und da kommt die letzte rein. Ich habe hier hin und her getüftelt, wie ich das hier am schönsten abschließe, dass man es nicht sieht. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Die einfachste Lösung wäre natürlich, hier abzuketten, den Faden abzuschneiden und dann mit einer Wollnadel hier in die oder unter diese Masche zu gehen und den Faden zu vernähen. Ich hasse Vernähen, ich will es mir sparen. Ihr zieht das hier in etwas größer, damit euch diese Schlaufe nicht verloren geht. Jetzt steche ich hier, da ist mein loser Faden in dem Fall, weil es ja der Anfangsfaden ist, quasi hier ein. Da. Dann hole ich mir noch die andere Schlinge hier. Jetzt nehme ich den Loop hier und ziehe ihn hier durch. Einmal. Jetzt hängt dieser Loop hier. Ihr seht, da ist der dunkelblaue Faden von meiner Vorrunde. Und den Loop hole ich mir da auch nochmal durch. Also ich habe es jetzt hier in zwei Schritten gezeigt. Es geht auch in einem Schritt. Und wenn ihr jetzt ein bisschen anzieht, mach mal groß, dann sieht das Ganze hier so aus. Also ich habe keine schönere Variante bisher gefunden. Wenn jemand was findet, wäre ich ihm dankbar, wenn er es mir sagt. So, jetzt ziehen wir wieder diesen Loop groß. Ich ziehe das Knäuel durch und lasse somit den Faden hängen, weil nach zwei Runden brauchen wir den wieder. Und dann ganz fest zuziehen. Dann sieht das hier so aus und ihr habt hier nur diese eine, in dem Fall hellblau, diesen einen Faden hier, den man ein bisschen sieht. Mehr ist es eigentlich nicht. Also besser habe ich es nicht hinbekommen. Vielleicht tüftelt da jemand von euch noch rum. So, und dann geht der Gegenrapport los. Das heißt, ich nehme mein dunkelblau. Und wir fangen damit an. Und für den Gegenrapport nutze ich jetzt die Backloops von unserer Vorrunde. Also die hinteren Schlingen von der Vorrunde, die sieht man jetzt hier ganz gut. Das sind diese Schlingen hier oben. Die nutzen wir jetzt aus. Das heißt, im Endeffekt haben wir keine Reihe zusätzlich gehäkelt obendrauf, weil wir ja in dieselbe, also wir behäkeln zweimal die gleiche Reihe. So. Habe ich hier ein bisschen entwirrt und hier habe ich jetzt wieder mein dunkelblau, da ist der Knoten. Ich habe jetzt hier diese dunkelblauen Schlingen ein bisschen nach oben gezogen, damit ihr das besser seht. Und zwar, wenn ihr rückzählt, dann wisst ihr ganz genau, wo ihr anfangen müsst. Da, wo vorher unsere zwei festen Maschen und links und rechts davon die halben Stäbchen waren, in diese vier kommen jetzt
ganze Stäbchen rein. Das heißt, wenn wir rückzählen, also Stäbchen, 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 halbe Stäbchen, feste Masche, halbe Stäbchen. Und da, wo das halbe Stäbchen ist, das heißt, ein Loop hier lasse ich aus. Mache ich meinen Umschlag und wieder diese feste Masche. So, das wird später mein halbes Stäbchen. Hier haben wir die ganzen Stäbchen, das heißt, on top kommen jetzt hier zwei feste Maschen rein. Also der Rapport bleibt im Wesentlichen gleich, nur wird er versetzt. Ups. So, dann ein halbes Stäbchen und wie gesagt, ich nutze diese dunkelblauen Schlingen hier hinten. Und jetzt vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt kommt ein halbes und zwei feste Maschen. Ich sag's gleich, die Bini ist nicht wirklich Anfänger geeignet. Dann hier nochmal das halbe Stäbchen. Und jetzt vier ganze Stäbchen. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Also immer die dunkelblauen, die da hinten sind, die nehmen wir dafür her. Das sind die hinteren Schlingen von unserer letzten dunkelblauen Runde bei mir jetzt. Vier, ein halbes und zwei feste. Und so weiter. Und das machen wir jetzt die nächsten zwei Runden. Also ihr seht, somit füllt sich hier, also die Wellen sind bei dem Rapport nicht sehr stark. Hier sind da, wo es nach unten geht, eure vier Stäbchen und hier bei der hohen Stelle sind die zwei festen Maschen oben. Wie gesagt, die Wellen sind hier nicht stark, das kommt durch den Rapport. Also wenn ihr hier fünf ganze Stäbchen in der Mitte habt und außen vielleicht drei feste Maschen, dann habt ihr größere Wellen, dann schlägt das mehr Wellen. Da seht ihr die. Also die Wellenbildung kommt jetzt auch erst durch den Gegenrapport richtig raus. So, jetzt habe ich die Runde gleich fertig. Quietsch macht's. Das ist jetzt mein drittes Ganzes, mein viertes Ganzes. Und wir haben ja hier wieder diesen Knoten mit der festen Masche, die wir jetzt umwandeln. Das heißt, wir stechen daneben ein und bilden das halbe Stäbchen. So. Zieh wieder groß und mein Knäuel durch. In dem Fall habe ich jetzt nur hier noch den kleinen Rest. Ich sehe gerade, ihr seht ein Beinchen. So. Und zieh hier durch. Und jetzt geht es eigentlich wieder genauso wie in der Vorrunde weiter. Das heißt, ich hole mir einen Umschlag, mache hier links vom Knoten diese feste Masche, die eigentlich ein halbes Stäbchen ist. Dann kommen wieder zwei feste Maschen, ein halbes Stäbchen und unsere vier Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Ein halbes, zwei feste Maschen. So, jetzt bin ich wieder am Ende. Hier kommt jetzt mein letztes ganzes Stäbchen. Hier rechts vom Knoten. Und jetzt schließe ich wieder wie vorhin ab. Also hier haben wir diesen komischen Faden und links quasi von der festen Masche eine Kettmasche. Zieh wieder groß.
meinen Knäuel durch die Schlinge und fest zuziehen. Ihr seht jetzt hier, da in dem Bereich habe ich immer abgeschlossen und hier sieht man es gut mit der Kettmasche. Also ich finde nahezu unsichtbar, aber jeder kann auch eine andere Meinung als ich haben. So, jetzt haben wir hier den hellblauen Faden. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, ihr könntet ihn natürlich hier in der nächsten Runde einhäkeln, dann ist er auch nicht so lang, wenn ihr ihn hochholt. Und ich fange jetzt wieder an mit meinen Kettmaschen. Das heißt, ich steche einfach hier mal ein, nur in die vordere Schlinge, hole mir einen Loop und mache meine Kettmaschen. In jede vordere Schlinge eine Kettmasche. Vergesst hier wieder nicht rechts und links vom Knoten. Habt ihr auch Maschen. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich abschließe. Also hier habe ich ja die zwei. Das heißt, da ist auch meine letzte drin. Und in zwei Schritten, also von hinten nur diese hellblauen Schlingen erfassen. Eine, beide. Diesen Loop da durchziehen. Einmal. Und dann ziehe ich ihn nochmal hier durch die blaue, damit er einfach dieser Knoten, den ich jetzt dann mache, weiter hinten liegt. Großziehen und wieder das Knäuel durch. Das war's. Und dann ziehen wir stramm. Und dann sieht das so aus. Da habt ihr den ersten und hier den zweiten Abschluss. Wie gesagt, besser kriege ich es nicht hin. Bin für Anregungen und Beispiele dankbar. So, dann geht es jetzt hier wieder weiter mit unserem vorigen Rapport, also den wir hier, die ersten zwei gemacht haben. Das heißt, da wo unsere vier Stäbchen jetzt sind, kommen die zwei festen Maschen rein und wieder hier in der Lücke vier Stäbchen. So, Rotla. Ihr seht hier, wie viel, also ich mache eine Long Beanie draus und ihr seht hier, wie viel Kettmaschenrunden ich gemacht habe. Dann seht ihr auch ungefähr, wo ich stehen bleibe. Ich habe jetzt hier eine Runde den Rapport gemacht und ihr seht, hier sind noch die Wellen. Ich versuche das jetzt gerade zu kriegen, indem ich einfach gleich als zweite Runde nach der Kettmasche den Gegenrapport häkel. Mir geht jetzt gerade hier die Lampe ein bisschen flöten. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar erreicht mich oft die Frage, wenn ich eine Masche habe, die oberen Schlingen, was gehört zu was? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht studiert. Ich weiß auch nicht, ob man sowas im Studium lernt, ehrlich gesagt. Für mich persönlich, also ich mache es so, gehört zu diesem Stäbchen immer die Masche dazu. Die quasi genau drüber oder leicht rechts liegt. Also die sich hier dann mit dem Faden verbindet. Die gehört für mich dazu. Das heißt, hier kann man es, hoffe ich, gut sehen. Ich habe jetzt hier vier Stäbchen. Hier. 1, 2, 3, 4 Stäbchen. Das heißt, weiter rechts versetzt davon. In der nächsten Runde sind für mich die nächsten vier. Also hier ist das erste Stäbchen von der Runde und hier ist das erste Stäbchen von der Folgerunde. Also bei mir ist es immer die Schlingen, die quasi rechts oben aufsitzen, die zu dem Stäbchen oder zu der Masche dann gehören. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Gegenrapport habe, also ich muss jetzt hier nochmal abschließen. Ich habe hier jetzt ein bisschen auch ein Kuddelmuddel mit der Wolle. Moment.
das mal weg. Eigentlich könnte ich den schon abschneiden. Ihr seht hier, da habe ich nicht den Faden mitgenommen. Dann sieht das nämlich so bäh aus. Also nimmt den immer hier in den Zwischenreihen mit. So. Das heißt, für mich, ich richte nochmal das Licht. Ich hoffe, ihr seht das wirklich gut. Hier ist ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Da sind die vier Stäbchen, halbe Stäbchen, hier auch halbe Stäbchen, zwei feste Maschen. Das heißt, wenn ich wieder den Rapport häkeln würde, wären hier und hier meine zwei festen Maschen. Also so gehört das für mich zusammen. Hier seht ihr es vielleicht besser. Da ist eine feste Masche, da ist eine feste Masche. Hier und hier, also eher nach rechts versetzt. So mache ich es. Und naja, ich meine, man sieht am Muster, dass es eigentlich stimmen muss. Ich habe es andersrum auch schon probiert, dann verzieht sich es eben leicht und dann schaut es nämlich nicht mehr so schön aus, egal bei welchem Muster. Also typisches Beispiel ist das Hookmuster. Das ist der typische Fehler, wenn manche sagen, ich steche in die Luftmasche und dann quälen sie sich in diese eine Masche rein und die gehört eigentlich gar nicht dazu. Also für mich ist immer diese zwei V-Schlingen, die hier rechts sind, gehört für mich immer zu diesem Stäbchen dazu. Das heißt, wenn ich da drüber ein Stäbchen häkeln will, ist das davon rechts. So, jetzt mache ich hier noch einen Gegenrapport. Als zweite Runde nach den Kettmaschen, wie ich schon sagte. Und halbe Stäbchen, da sind meine Stäbchen. Hier, das heißt, da wäre ein halbes Stäbchen, da fingieren wir jetzt wieder. Dann kommt, Moment, jetzt muss ich überlegen, ein Gegenrapport. Da haben wir jetzt eben hier die vier Stäbchen. Da und da kommt eine feste Masche, hier ein halbes Stäbchen feste Masche. Also überspringe ich jetzt einfach, damit ich es euch zeige nochmal. 1, 2, 3, 4. Hier machen wir diese fingierte Masche. Lasst euch durch diesen Faden hier jetzt nicht beirren, einfach hängen lassen. Dann mache ich zwei feste Maschen über die zwei mittleren Stäbchen und wie gesagt, das ist dann für mich immer eher rechts. Dann ein halbes Stäbchen und jetzt kommt ins halbe Stäbchen das erste Stäbchen und das seht ihr jetzt hier gut, hier ist mein halbes und da ist das erste Stäbchen von den vieren. Dann auf die zwei festen Maschen ein Stäbchen jeweils. Und wieder auf das halbe Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Hier seht ihr es, halbe Stäbchen, da ist das Stäbchen. Also immer eher rechts. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und was ich eigentlich erklären will. Dann wieder die zwei festen Maschen über die zwei Stäbchen von der Vorrunde. Also hier sind die vier Stäbchen, das sind die mittleren zwei. Hier und hier. Das heißt, etwas rechts davon, da sind meine zwei festen Maschen. Für mich ergibt das Sinn. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht kann mich jemand auch korrigieren, wenn es falsch ist, bevor ich nur Schmarrn erzähle. Auf jeden Fall, für mich ist es so logisch. Ich mache es so schon immer. Und jedes Muster geht bei mir eigentlich genau auf und schaut genauso aus, wie es aussehen soll. Ich habe jetzt schon eine Runde nach dem Gegenrapport einfach halbe Stäbchen im Hellblau gemacht, in jede Masche eine Masche und für den Bund mache ich jetzt einfach hintere Reliefstäbchen um die halben Stäbchen der Vorrunde. Das mache ich jetzt drei Runden, solange ich noch die Wolle habe. Und dann ist mein Bündchen fertig, also ich habe mich für die entschieden, weil die sich dann natürlich auch so schön nach vorne legen, wie hier die Kettmaschen. Dann passt das so ein bisschen, finde ich, mehr zusammen. Ja, ungefähr so 3-4 Runden. Von dem Hellblau habe ich auch noch über die Hälfte vom Knäuel übrig. Also da habe ich nicht mehr wie 25 Gramm, glaube ich, verbraucht.
Für die Longbeanie Blau habe ich jetzt ein drittes Dunkelblau gebraucht, das ist der Rest. Also vielleicht reichen sogar zwei bei kleineren Köpfen. Und für so eine kurze, normale Männerbeanie reichen zwei Knäuel auf 50 Gramm von der Grundfarbe auf jeden Fall. Die Gründel Cassida ist eine von den Garnen, die ich für gut empfinde. Die könnt ihr auch, hoffe ich, bald im Monkshop bestellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln und gutes Gelingen. Ich hoffe, das Video war verständlich und ihr konntet alles sehen. Bei Problemen, ihr wisst, wo ihr mich findet. Kritik könnt ihr natürlich auch ausüben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!